Im Gelände ist es sehr wichtig, eine gute Balance auf dem Motorrad zu haben. Gute Blickführung. Wie stehe ich auf dem Motorrad? Wie bewege ich mich auf dem Motorrad? Und das wird uns jetzt der Peter mal zeigen. Peter. Irgendwas ist hier falsch, oder? Ja. Machen wir es so rum. Vom Fahren auf der Straße kennen wir das, dass wir die Füße mit dem Fußballen auf die Rasten setzen. Das ergibt beim Fahren im Stehen nicht so wirklich Sinn. Unter anderem, weil es die Gefahr besteht, dass man, wenn man durch eine Bodenwelle fährt, dass man durchfedert und die Füße, die Knie nach hinten überstrecken. Also stehen wir da relativ zentral mittig mit dem Fuß auf den Fußrasten. Dann wäre eine gute Idee, das Ganze mit den Knien ein wenig einzuklemmen, ob Sitzbank oder Tank, ist ja egal. So sparen wir uns die Kräfte und müssen nicht alles mit dem Lenker machen. So können wir hier vorne mit den Armen doch sehr locker bleiben. Ja, zum Fahren im Stehen spielt natürlich weiterhin eine Rolle. Ich lenke eigentlich mit den Füßen oder mit meiner Gewichtsverlagerung auf den Fußrasten. Ich kann zwar auch alles irgendwie mit dem Lenker machen, aber das strengt mich auf Dauer natürlich an, zumal ich mit den Fußrastendruck, wenn ich eine Fußraste mal deutlich mehr belaste, auch deutlich mehr passiert. Damit kann ich sozusagen jeden Richtungswechsel einleiten. Ne, passiert sofort was. Es geht sofort, keine Sorge, passiert sofort was, dass ich damit in die Kurven einlenke oder wenn ich um einen Stein herumfahren will, eine Pfütze oder was auch immer. Zusätzlich immer zwei Finger an der Kupplung, zwei Finger an der Bremse. Diese Zwei-Finger-Taktik ergibt total Sinn, weil ich extrem viel, sag mal, sehr feinfühlig mit der Kupplung den Vortrieb steuern kann. Und der Vortrieb ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges, wann ich ihn einsetze und wie stark ich ihn einsetze. Genauso die zwei Fingerchen an der Bremse, sodass ich auch immer bremsbereit bin, denn nicht alles läuft ja immer glatt im Gelände. Ja, stimme ich dir zu. Wir haben festgestellt auch, bei einer Größe von Peter, die stehende Position verschafft ihm einen deutlich besseren Überblick, nämlich 13,5 Gänsefüßchen mit Schuhgröße 47. Das könnt ihr euch jetzt mal ausrechnen, wie viel das in Metern ist. Schreibt es in die Kommentare. Ja, noch ein kleiner Tipp zum Fahren im Stehen. So durchgestreckte Beine, durchgestreckte Knie sind natürlich mal durchaus bequem, aber man kriegt jede Bodenunebenheit auch mit in den Körper rein. Ein ganz klein bisschen angewinkelt, ein klein bisschen in die Knie. Nicht so deutlich, weil das strengt nur sehr an auf Dauer, aber nur ein klein bisschen in die Knie. Und das kann man durchaus mal probieren. Wenn man so Brillenträger ist, dann fängt die Brille nämlich dann an zu wackeln, wenn man so über die Unebenheiten fährt. Ja, weiterhin natürlich noch Gewichtsverlagerung, auch nach vorne oder nach hinten oder auch eben zur Seite, wenn man jetzt irgendwelche Kurven einleitet und fährt. Das sind natürlich Dinge, die machen wir in den einzelnen Übungsabschnitten.